Moin, willkommen zum nächsten Vortrag. Patterns und Anti-Patterns bei der Automatisierung mit Ansible. Kannst du so machen, ist dann halt kacke. Was Ansible ist, wie im in der Eröffnung geschrieben, brauche ich hoffentlich niemanden erklären. Gegenteilige Meinung? Keine Wortmeldung, danke. Und was ist es wirklich? Ein scheiß blödes Konglomerat aus YAML, JSON, Ginger 2 und Python. Sprich, nichts, was wirklich inhaltlich sauber ist. Wir haben diverse Variablenquellen. Wir haben Gültigkeitsbereiche, die sich zum Teil überschneiden. Zum Gültigkeitsbereich inkongruente Präzedenzen und Vererbung. Ein Unset kennt Ansible nicht. Ich habe keine schreibgeschützten Konstanten, keinen Schutz vor Namenskollisionen, sprich keine automatischen Präfixe. Die Differenzierung zwischen Defaults, Variablen, Fakten und Parametern ist alles andere als sauber. Nicht zum Schluss haben wir keine saubere Typisierung im Sinne von, eigentlich ist alles ein String, es sei denn, es ist kein String. Zu mir. Ich bin Freelancer seit 2009, ehemals mal gestartet als klassischer Sysadmin, inzwischen Betriebs-DevOpsler für Infrastrukturautomatisierung. Eine Hamburger Privatbank hat mich eingekauft, um deren Patch-Management zu machen, und weil das inzwischen bummelig 1000 Systeme sind, ist da ganz viel oder eine Menge an Automatisierung drin, weil das möchte man nicht mehr per Hand machen. Bisschen Architektur darf ich ab und an auch machen, leider nicht in Vollzeit. Und davor habe ich einem der hiesigen Sponsoren geholfen, Rechenzentren nach Norderstedt und Alsterdorf zu transferieren. Jenseits dessen Gründungsmitglied des Hamburger Freelancer-Stammtisches. Willkommen an Andreas, der als einer der Mitglieder hier ist. Jenseits dessen stolzer Vater und Vorstand im Förderverein einer Selbsthilfegruppe. Mein Weg zu Ansible. In einem Vorprojekt bei einem Mai, dem größten Mobilfunker, ging es darum, deren Outsourcing an einen französischen IT-Dienstleister zu begleiten. In Hamburg gab es eine größere Unix-Farm, in Gütersloh desgleichen. Alles veraltete Systeme, sprich Solaris bis runter Version 8, Red Hat Enterprise bis runter Version 3. Immerhin für das, was halbwegs modern war, 2016, was da, ich meine, da war gerade RHEL 7 auch mit verfügbar. Es gab ein gewisses Config-Management mit Puppet. Aber prinzipiell große Teile wurden mit händisch gemacht. Insofern, erste Amtshandlung, als ich ins Projekt reinkam: Wir machen bitte alles mit Config-Management, wo nur geht. Sprich, die Solaris-Admins hatten bis dato immer gesagt, nee, wir wollen kein Puppet. Wir wissen noch gar nicht, was auf dem System passiert. Und das war so nicht haltbar. Roadblock, wie kriege ich ein Puppet auf uraltem Eisen zum Laufen? Denn Puppet hat einen richtig wunderschönen Dependency-Baum mit Ruby und allem, was da sonst noch zugehört. Das machte keinen Spaß, es händisch auf alten Solaris zu kompilieren. Und RHEL 3 desgleichen. Also, nehmen wir uns den Puppet-Code, nehmen uns die darin in Haradata war es damals, niedergelegten Datendefinitionen, importieren das irgendwie nach Ansible und nutzen Ansible für das, wofür wir Puppet nicht verwenden konnten. Dort habe ich Ansible gelernt. Nächstes Projekt war dann
Ein Rollout einer Drei-Tier-Architektur sollen mal 6000 Instanzen dieser Architektur werden. Auch nochmal wieder ein bisschen obendrauf. Kommen wir zum Thema. Was sind Patterns? Was sind Entwurfsmuster? Es sind etablierte, bekannte Problemlösungsansätze. Wer gestern im Talk zum Thema Code Review drin war, auch dort wurde es angesprochen im Sinne von, hey, hier ist etwas, was ich mit einem Blick erkenne, was es tun soll. Und ich kann mich in der Fehlersuche nur noch auf gewisse Implementierungsaspekte beschränken. Sie sind standardisiert, sie haben einen logisch klaren Aufbau. Ziel ist, ich möchte es universell einsetzen können. Na gut, nicht komplett universell, Pattern hat einen Kontext, aber losgelöst vom Einzelfall. Das Ganze kommt aus der Bauarchitektur, ehemals in den 70er Jahren neu entdeckt, gab es aber auch schon bei den Römern. Seit dem Ende der 80er gibt es die analoge Anwendung in der Software. Und großer Milestone war 1994 das Gang of Four Book, wo sich Softwarearchitekten zusammengefunden haben, um dort Struktur reinzubringen. Beispiele, die Drei-Tier-Architektur, Datenbank, davor ein Application-Server, davor ein Web-Server, aber auch die Vorschleife, beziehungsweise wie gehe ich mit Fehlern um. Was ist demgegenüber eine Best Practice? Was viel Kleineres, aber kann gegebenenfalls dazu werden, das, was man im normalen Kontext sagt, so macht man es einfach. Sonst ist es halt Kacke. Anti-Patterns, das komplementär zu den Patterns, beziehungsweise zu den Best Practices, so macht man es gefälligst nicht. Musterbeispiele für Ineffizienz und Dysfunktionalität. Am besten Fall wissen wir, wenn wir es erkennen, wo es herkommt. Und analog zu den Patterns, der Wiedererkennungswert. Welche spezifischen Anti-Patterns haben wir bei Ansible? Ganz, ganz oben das alte Security-Anti-Pattern. Secrets im Code. Damit fangen wir dann auch schon mit dem Versuch an, das Ganze mit ein paar weniger Slides zu machen. Sekunde, mal gucken, dass das hier klappt. Da haben wir doch was. Jetzt fehlt uns noch ein bisschen Schriftgröße. Also, hier in der 12, da steht zwar das gecryptete Passwort drin, aber es steht noch im Code. Und auch wenn es ein moderner Crypt-Mechanismus ist, im Zweifel ist das nur ein John-Laufwert, um dort den Warnwert rauszukriegen. Und eigentlich wollen wir sowas doch nicht in Code reinpacken. Sondern möge doch gefälligst entweder im Inventory stehen oder mit Glück dynamisch generiert werden und dann im Anschluss weggeschrieben werden. Nächstes Anti-Pattern. Wir haben Shellcode, der eigentlich oder wofür es eigentlich ein Modul gibt. In diesem Kontext, ja, ganz oft, wie sich's gehört, ich nutze YAML, um mal zu gucken, welche Updates sind offen. Ich habe euch vom aktuellen Auftrag erzählt. Aber zumindest in den alten Red Hat-Versionen verschlingt der Paket hier, der Cache für die Repositories, durchaus einiges an Speicherplatz, weswegen es man im Anschluss wegräumen möchte. Kann man so machen. Clever ist was anderes. Dann keine Rollen zu verwenden, sprich alles in ein ewig langes P
Playbook reinzuwerfen. Das ist das, was wir sonst als Spaghetti-Code nennen, hier kennen. Gut bekannt. Nächstes Beispiel. Rolle, die zu viel kann. So, jetzt muss ich mal gucken, dass das besser sichtbar wird. Ich glaube, so geht das. Also, hier geht es da um die Rolle VM Power Cycle. Wenn ich die, deren Main aufrufe, sprich einfach nur die Rolle, kann ich in diesem Fall per Tag ansteuern, soll ein Reboot passieren. Kleinen Moment. Seht ihr nichts, oder? Okay, danke für die Info. Mit Tags wird Power Off angestoßen, mit Tag wird Power On angestoßen. Und wenn es vergessen wird, sprich, keines von den dreien getaggt wurde, gibt die Rolle in Hilfetext aus. Ja, man kann sowas gerne alles in eine Rolle reinwerfen. Nur dann stoße man bitte die einzelnen, Taskfiles manuell an. Aber das hier halte ich für eine Rolle, die zu viel kann. Dann, so, Featureflex kommen wir gleich noch zu. Extravars. Ihr alle kennt die Funktionalität, dass ich beim Playbook-Aufruf, beim Ansible-Aufruf mit minus E eine Variable hinzugeben kann. Wenn die notwendig ist, ohne die läuft das Playbook nicht. Ihr habt keine, oder wenn ihr die Rolle oder das Playbook weitergebt, die User gucken nicht in die Doku rein. Sie lesen nicht, dass folgende Variable benötigt wird. Sondern es generiert zwingend Supportaufwand. Schlussendlich Filterketten. In diesem Beispiel ist es eine kurze. Im Sinne von, wir nehmen uns die fehlgeschlagenen SystemD-Services und filtern dort diejenigen raus, die wir sehen wollen. Nämlich Status equal to failed. 1, 2 Select Attributes wegen Rückwärtskompatibilität, hier noch die Liste dazu. Das hier wäre eigentlich eine kurze Kette, aber lässt sich beliebig verlängern. Insbesondere, wenn man aufwendigen JavaScript-Code auseinandernehmen möchte. Hier an diesem Punkt habe ich selber kein besseres Beispiel, nein, kein Alternativszenario, wie man es besser macht, denn ich habe es hier mal unten versucht. Sekunde. Man nimmt sich den JSON-Output, nimmt den als Input für die nächste lokale Variable. Darauf definiert sich die nächste und dann schließlich diejenige, die man haben möchte. Und hier dann die entsprechenden Map-Aufrufe. Beides halte ich für suboptimal. Ich habe an dieser Stelle keine bessere Lösung, wie man es clever macht. Im Sinne von, kann man eigentlich nur mit Doku erschlagen. Fragen zu den Anti-Patterns? Soweit nein. Ups. Nochmal bitte. Okay. Damit springen wir zu den positiven Patterns. Ich habe hier mal das Minimalbeispiel einer Schleife. Sekunde. Ansicht. Das sieht gut aus.
Ich hoffe, es ist erkennbar. Wir machen einfach nur mit with items eine Schleife über eine Sequenz von 0 bis 4. Logik klar. Diese Schleife hat ein paar Nachteile. Wir haben eine implizierte laufende Variable namens item. Und spätestens in dem Moment, wo wir Schleifen schachteln wollen, haben wir eine Namenskollision. Wie eingangs benannt, wir haben keinen Schutz vor. Oder wovor wir keinen Schutz haben. Entsprechend gab es eine Neufassung der Schleifen, die dann so ausschaut. Das heißt nicht mehr with items, sondern loop. Mit der Möglichkeit, die lokale Variable eigens zu benennen. Sieht im Ergebnis nicht wesentlich anders aus. Sekunde, jo. Das Schöne hier dran, siehe Zeile 9, ich habe die Möglichkeit, die Loop-Variable nicht fest vorgeben zu müssen, sondern abstrakt auf sie referenzieren zu können, indirekt referenzieren zu können. Was passiert, wenn man nicht alle Mitglieder haben möchte, wie in diesem Beispiel? Sekunde. Ja, ich glaube, ich brauche das. Jo. Heißt, wir rufen mal wieder auf. Ich mache mit dieser Zeile ein Kreuzprodukt aller ungeraden und geraden Zahlen. Und ich möchte nur diejenigen sehen, wo die gerade Zahl eine 0 sei. Erhalte also diesen Output. Eigentlich tut das, was es soll. Wann macht es Sinn? Wenn ich dick besetzte, eng besetzte Grundgesamtmengen habe. Sprich, wenn in diesem Fall einer von allen Schleifendurchläufen ausgeführt werden sollte, dann wäre das reichlich unübersichtlich, dort dann im Log den entsprechenden Eintrag rauszufiltern. Deswegen bietet es sich an, die Grundgesamtheit zu reduzieren. Das wiederum läuft über eine oder ist möglich, indem man eine lokale Variable definiert, wo dann das Kreuzprodukt hier mit einem Select-Attribute gefiltert wird. Ausführung sieht dann aus wie folgt. Nur noch diejenigen, die ich ausführen möchte. Für die anderen gibt es keinen Skip mehr, analog zu eben. So, und wenn wir das hier schon können, dann können wir auch die Schleife programmatisch bestimmen. Mit Ginger 2. Mit der Möglichkeit, hier drinne echt Magie stattfinden zu lassen. Wobei der Output in meinem Minimalbeispiel jetzt nicht viel anders ist. Aber halt, ich habe hier die Möglichkeit, echt zu programmieren, sofern man Ginger 2 Scripting programmieren nennen mag. Kommen wir zu den Sonderfällen von Schleifen.
Sekunde, ich suche gerade meinen Mauszeiger. Da ist er. Das, was wir eben hatten, mit both items und dann die Sequenz dort zu bestücken, gab es früher, wobei es gibt sie heute immer noch, die With-Sequence und weitere Einträge als Spezialfunktion der Schleife. Immer noch mit der Einschränkung, dass die laufende Variable fest mit Item definiert ist, aber diese Variante hat durchaus Vorteile, insbesondere dahingehend, dass das übersichtlicher ist gegenüber dem Loop. So, Sekunde, wo bin ich? Da. Ein weiterer Spezialfall ist das Until. Ich führe das Guest-Info gegen die VM so lange aus, bis es mir sagt, jo, die VM ist ausgeschaltet. 30 Mal im Abstand von 10 Sekunden. Funst. Problem des Ganzen, eine solche Schleife ist vergleichsweise zeitaufwendig. Wir messen mal. Vier, Loop, drei, Feuer. Ihr habt die einzelnen Schritte gesehen. Wenn so eine Schleife auch in diesem Fall nur gegen Localhost geht, ich keinerlei SSH-Verbindung habe, man konnte trotzdem den einzelnen Durchgang sehen. Wenn viel da drin stattfinden soll und wenn die SSH-Verbindung im Zweifel auch noch über mehrere Member hinweg geht, dauert das lange. Deswegen bietet es sich an, entgegen des Anti-Patterns, welches ich vorhin benannt habe, gegebenenfalls dann doch auf Shellcode auszuweichen, indem man dann sagt, okay, lösch mir doch bitte alle User mit diesem Namen in einem einzigen Schritt. Dann, wenn ihr performancekritische Probleme habt, könnte das nochmal die entscheidende Sekunde bringen. Frage zum Iterator-Pattern. Deinerseits. Nö. Okay. Kommen wir zum nächsten Pattern, Fehlerbehandlung. Was macht diese Taskliste? Naja, ich gucke nach, habe ich im SAN neue Fiber-Channel-Devices, sprich zugeordnete Volumes. Nur wenn das System nicht per Fiber-Channel ins SAN angeschlossen ist, sondern per iSCSI, soll dieser Befehl ausgeführt werden. Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, hallo Host, hast du Fiber Channel oder hast du iSCSI? Viel einfacher ist zu sagen, hey, dieses T wird fehlschlagen, wenn es das Verzeichnis FC-Host unter SysClass nicht gibt, und er wendet sich dann auf die SCSI-Devices und macht dort ein Discovery. Zum klassischen Try-Catch gehört auch noch das Always. Das ist das Beispiel, was wir vorhin schon hatten. Denn
Wenn hier was schief geht, zum Beispiel weil Repositories nicht erreichbar sind und der YAML-Aufruf fehlschlägt, dann bricht das Playbook nicht ab, sondern führt auf jeden Fall eine Bereinigung des YAML-Caches durch. Egal wie und ob, ohne dass ich mit Failed When Never arbeiten muss, ohne dass ich mit einem Ignore Errors arbeiten muss. Halte ich so für die clevere Lösung? Funzt. Und jetzt nochmal als Synthese aus beiden Patterns. Kontext ist, es wurde ein Rechnerneustart gemacht. Hier im oberen Bereich habe ich, zeig mir doch mal bitte, welche Dienste laufen. Es wird so lange ausgeführt, bis das System oben ist. Und zwar dreimal alle 10 Sekunden. Und wenn das fehlschlägt, werden nochmal die Service Facts geladen und die fehlgeschlagenen Dienste ausgegeben. Ins Logfile oder manuell neu dann neu gestartet oder was auch immer man braucht. Weiteres Beispiel für dieses Pattern. Ich möchte habe ein Playbook, welches virtuelle Maschinen baut. Es wäre blöd, wenn ich das gegen das vCenter laufen lasse und das mir den Fehler wirft, hey, die Maschine gibt's schon. Es wäre doch richtig clever, wenn es laufen würde. Guck doch mal, ob es die Maschine gibt. Und falls nicht, sprich mit Failed When, dann springst du nach Rescue rein und baust die VM. In dem Kontext, das, was man hier beim Bauen als VM an Infos generiert, sprich registrieren könnte, ist mit jeder Wette anders als das, was Guest-Info rauswirft. Deswegen möchte man gegebenenfalls am Ende der Host-Creation nochmal wieder die Infos zu dieser neu erstellten VM haben. Und bevor man jetzt diesen Block per Copy and Paste hier unten anfügt, bieten sich hier YAML-Anchors an, hier oben definiert, dort dereferenziert, dass der Block dort unten 1:1 neu ausgeführt wird. Fragen zur Fehlerbehandlung. Keine. Auch nicht im Stream. Nun gut. Dann Thema, wie debugge ich? Möglichkeit 1. Sekunde. Jetzt rufen wir mal auf. So, hier sind wir. Also, fehlgeschlagen, ich möchte wissen, warum. Das ist, je nachdem, wie man es aufsetzt, schwer erkennbar. Denn wer kann im Kopf dieses Kreuzprodukt ausmultiplizieren?
An dem Punkt bietet es sich an, auf den Task einen YAML-Anchor zu setzen und den dann hier als Debug-Action auszugeben, sodass wie hier der gesamte Task einmal im Klartext aufgelistet wird. Spätestens dann, wenn ihr hier die von mir vorhin skizzierten Filterketten habt, gibt ein solcher Debug-Aufruf gegebenenfalls die nötige Einsicht, um den Fehler zu finden. Das Einzige, was hier nicht bei debuggt werden kann, sind die Bedingungen. Weil dort, wie ihr hier seht, die Variablen nicht aufgelöst werden. Das wiederum lässt sich aber mit folgendem Format lösen. Indem ich über die Bedingungen iteriere und sie dann hier im Einzelnen ausgebe. Condition, one sei bool, ist true, one sei ungleich 1, ist selbstverständlich falsch, wenn man es hier oben entsprechend definiert hat. Fragen hierzu? Jo. Wenn man bei Debug was hinten angibt, wird das schon nochmal ausgeführt, oder? Nein. Frage war, ob das, was bei Debug angegeben werde, auch ausgeführt wird. Nein, es wird definitiv nur dargestellt. Es sei denn, du hast implizite Actions, wie zum Beispiel mit einem Lookup-Pipe, dass du dann auf einen lokalen Befehl zugreifst. Machen wir mal kurz als Beispiel. Setfact gleich Lookup. Wo bauen wir es rein? Lookup Pipe. Das Programm SEC kennen wir alle. 1, 5, 2 müsste, glaube ich, die entsprechende Befehlsfolge sein. Nee, ist es nicht. 2, 5. Genau. Okay, jetzt habe ich hier noch einen weiteren Durchlauf mit dem Zeilenumbruch, aber den ignorieren wir jetzt mal. In dem Moment, wo du hier ein lokales Kommando machst, auf deinem Rechner, auf welchem du Ansible ausführst, und die jenes schreibende Effekte hat, dann wird was ausgeführt. Jenseits dessen wird nur dargestellt. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein APT-Paket installiere, dann wird es auch nochmal versucht.
Nein. Korrekt. Du hast gefragt, ob mit UpGet oder ähnlich ein Paket installiert werden würde, versucht werden würde. Nein, es geht wirklich nur in diesem Kontext über diese Debug-Notation um eine Darstellung dessen, des gesamten Kontextes des Moduls. Ist also jenseits von solcherlei Aufrufen FailSafe. Weitere Fragen? Okay. Dann komme ich zu einem Danke meiner Frau und unseren Räuberkindern, den Korrektorinnen, meinen Kunden dafür, dass sie mich bezahlen, dass ich in Ansible spielen darf, mit Computern, mit Rechnern spielen darf, den Kolleginnen und dem hiesigen Orga-Team. Danke dir, Stefan, dass du deine Zeit investieren magst. Im Übrigen danke auch an Maren, die die CI für Keylogs zur Verfügung stellt, die ich hier in der Titelfolie benutzen durfte. Danke. Jo, erste Frage dort hinten. Diese ganzen Beispiele, sind die hochgeladen? Die sind noch, du hast gefragt, ob die Beispiele hochgeladen sind. Nein, sind sie noch nicht. Ich bin nächste Woche noch einmal mit einem analogen Vortrag in Nürnberg auf der DOAG. Wenn der durch ist, dann gehen sie online ins GitHub. Okay, du hinterfragst, warum ich im Kopf der Playbox Gather Facts auf False setze. Punkt 1, alle meine Beispiele wenden sich gegen Localhost. Da ist ein Gather Facts schlichtweg überflüssig, obsolet. Punkt 2, ja, recht hast du. Natürlich sind das Geschwindigkeitssachen. Punkt 3, ich habe schon vergurkte Instanzen beim Gather Facts abstürzen sehen. Und zwar in dem Moment, wo Multipathing, was durchiteriert wurde, dass dann der Clusterwatch gesagt hat, oh, hier stimmt was nicht. Und weg war's. Entschuldigung an den Ton. Nun, weitere Fragen? Wie schaut es im Stream aus? Dann, doch, da ist einer. Ja, beim Thema Module versus Shell, ist das, siehst du das absolut so oder gibt es Grenzen, wo man sagen kann, da sind die Shell vielleicht doch besser? Ich habe zwei, du fragst, ob die das Anti-Pattern Shellcode zu verwenden gegenüber Modulen generell und absolut zu verstehen ist. Ja, das Beispiel, wenn ich das mitbekommen habe, war ja nicht das Modul, sondern du hast gerade eben ein Beispiel gesehen, wo es ganz explizit Shellcode sein musste, weil das YAML-Modul, zumindest bis dato, kein Kommando kennt, lösch doch bitte mal deinen Cache. Ich weiß, dass ich damit das Beispiel entwerte, aber ja, das YAML-Modul kennt es nicht, den Cache zu löschen. Wahrscheinlichkeit schon so hoch, dass das nicht ausgereicht ist. Oder?
Du fragst, welches die Kriterien sein könnten, um doch Shellcodes zu verwenden. Ich schlage vor, wann immer es geht und sofern es nicht offensichtlich defekt ist, ein fachspezifisches Modul zu verwenden. Und sofern man hinreichend in Python bewandert ist, sich gegebenenfalls entsprechende Module selbst zu schreiben. An entsprechender Stelle bin ich mal gescheitert am YAML bzw. DNF. Und zwar wollte ich die History auslesen. Wann wurde das System zuletzt gepatcht? Leider ist DNF überhaupt nicht code-kompatibel zu YAML. Heißt, musste komplett anders definiert werden. Im Ergebnis war es viel einfacher, YAML History aufzurufen und dann mit AWK den entsprechenden Wert rauszufiltern, als das Ganze nativ in Ansible bzw. Python zu machen. Frage beantwortet? Mehr Fragen? Immer noch keine im Chat? Dann bedanke ich mich. Hoffe, ihr habt was mitgenommen. Bei Fragen gerne auch Fragen direkt. Danke.